Dieser Glitch sprengt euren Verstand, Leute. Denn ich zeige euch, wie ihr mehrere Millionen GTA-Dollars in nur 3 Minuten machen könnt. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die, die euch noch nicht kennen, abonniert mich, so fast die krassesten Glitches in GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht denn für diesen Glitch eigentlich? Naja, für diesen Glitch braucht ihr einmal ein Nachtclubhaus inklusive B1-Garage. In der B1-Garage muss ein Sonderfahrzeug drinnen stehen, zum Beispiel das Bido Custom, wie ich hier im Video, ist der günstigste. Davon abgesehen braucht auch hier ein Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Arena-Werkstatt. Und in der Arena-Werkstatt, Leute, steht auch das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt für diesen Money-Glitch. Und ja, Leute, der Easy in der Zugschock-Variante ist das beste Fahrzeug für diesen Glitch. Trust me. Abgesehen davon braucht ihr auch für diesen Glitch ein normales Fahrzeug, was nicht für diesen Glitch verloren geht. Also irgendein persönliches Fahrzeug halt. Keine Sorge, es geht nicht verloren. Davon abgesehen, klar, braucht ihr auch Fahrzeuge, die es für diesen Glitch verloren gehen können. Zum Beispiel kostenlose Elegies. By the way, diese Fahrzeuge können irgendwo stehen, ist völlig egal. Davon abgesehen, braucht ihr für diesen Glitch, klar, einen Freund, der euch für diesen Glitch kurz unterstützt. Habt das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Denn als erstes trefft ihr euch in GTA Online. Ist völlig egal, in welcher Sitzung. In meinem Fall war ich in einer Freundessitzung. Denn ihr fahrt jetzt mit eurem persönlichen Fahrzeug, was nicht für diesen Glitch verloren geht, zum Casino. Und nein, ihr müsst das Casino hier nicht besitzen. Und ihr trefft euren Freund dort. Ist euer Freund auch da, dann steigt er mit in euer persönliches Fahrzeug ein. Denn ihr fahrt jetzt hier in die Garage rein. Wichtig, ihr fahrt hier ins Parkhaus rein. Seid im Parkhaus drinnen, werdet ihr automatisch rausgeschmissen aus dem Fahrzeug. Euer Freund steigt jetzt wieder ein, dass er auf dem Fahrersitz sitzt. Sitzt auf dem Fahrersitz, dann geht ihr zu Fuß aus der Garage raus. Wichtig, ab diesem Schritt, ihr benutzt jetzt kein persönliches Fahrzeug mehr. Gut, seid ihr draußen angekommen, fahrt jetzt oder geht jetzt zum Nachtclub. Und wie gesagt, kein persönliches Fahrzeug, sprich ein Straßenfahrzeug oder das Fahrzeug von eurem Freund. Seid ihr im Nachtclub angekommen, geht jetzt in die B1-Garage rein. Seid ihr in der B1-Garage angekommen, dann steigt jetzt in ein Sonderfahrzeug ein. Wie gesagt, völlig egal welches, ich habe jetzt hier den Speedo Custom. Ist der günstigste. Gut, sind wir jetzt eingestiegen, werdet ihr merken, dass ich ja hier lenken kann und nicht gefroren bin. Wenn ich jetzt die rechte Pfeiltaste drücke, werdet ihr merken, ich bin auf einmal gefroren. Ich kann jetzt nicht mehr lenken. Um aus dem Freeze-Modus wieder rauszukommen, drückt ihr einfach die Optionstaste und schließt das Ganze wieder. Hier seid ihr wieder in Freeze. Aber ihr kommt jetzt nicht mehr aus dem Nachtclub raus. Um aus dem Nachtclub rauszukommen, benutzen wir, das nennt sich Teleport-Glitch. Das bedeutet, wir öffnen jetzt die Karte und starten jetzt einen Job über die Karte. Da wir als nächstes zur Arena müssen, nehmen wir einen Job direkt neben der Arena, weil wir auch direkt da spawnen werden am Jobring. Und jetzt brauchen wir unseren Bot, denn ich suche jetzt für meine Konsole meinen Bot raus. In meinem Fall ist jetzt hier Anavag 1P5. By the way, Leute, eure Botnamen in den Kommentaren, checkt es mal ab und wir treten jetzt unserem Bot jetzt einfach bei, wenn wir im Jobmenü drin sind. So, jetzt warten wir darauf, dass die Meldung vom Bot lädt. Die erste Meldung, Leute, akzeptiert ihr mit X, dass ihr beitreten möchtet, aber die zweite Meldung, dass wir einen anderen Zielmodus haben, brechen wir mit Kreis ab. Dadurch werden wir aus Jobmenü wegen des Netzwerkfehlers rausgeschmissen und spawnen direkt in unserem Fall neben der Arena. Leute, falls bei euch der Bot nicht funktioniert, könnt ihr einfach so aus dem Job wieder rausgehen. Ihr solltet dann neben euren Nachtclub spawnen, wenn alles funktioniert. War bei mir auf jeden Fall so, wo der Bot mal nicht funktioniert hatte. Aber gut, wir sind es hier bei der Arena. Denn ihr geht jetzt einfach in die Arena rein, wo euer Fahrzeug steht, was ihr euch duplizieren wollt. So, sind wir ins Fahrzeug eingestiegen, werdet ihr merken, dass ich zwar hier ein persönliches Kennzeichen habe, brauchte für diesen Glitch aber nicht, weil hier clean Dupes macht. Gut, sind wir ins Fahrzeug drin, rücken wir jetzt die rechte Falte, um das Fahrzeug zu modifizieren, was uns duplizieren wollen. Und jetzt müsst ihr irgendwas umändern. Es ist völlig egal, was ihr hier umändert, wirklich, aber irgendwas umändern. Ihr könnt es auch direkt wieder zurücktun, ist egal. So, habt ihr irgendwas geändert, dann verlassen wir jetzt die Arena mit diesem Fahrzeug. Als nächstes rufen wir jetzt unsere Mechaniker an und fordern ein Fahrzeug an, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Also in meinem Fall einen kostenlosen Elegy. Und jetzt kommt ein kleines Timing-Part, ist aber nicht schwer, Leute. Denn sobald wir den Elegy bestellt haben, zählt jetzt bis 10. Und wenn diese 10 Sekunden um sind, dann sagt eurem Freund, ey jo, bitte steig mal aus meinem Fahrzeug raus. Denn euer Freund sitzt noch ganze Zeit im Casino in eurem Fahrzeug eigentlich. Also so gesehen jetzt 7, 8, 9, 10. Ey jo, Kollege, steig mal bitte aus. Ich habe bis 10 gezählt. Euer Freund steigt aus. Und jetzt achtet mal aufs Nummernschild. Das Nummernschild ändert sich auf einmal. Denn von euren originalen Easy ist es jetzt das Duplikations-Easy geworden. Denn das Nummernschild gehört eigentlich zum LG, was wir gerade verwendet haben. Aber Leute, unser Duplikat, was wir jetzt hier gerade haben, ist noch nicht gespeichert. Um das Ganze zu speichern, öffnet das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, MOC und fordert euren MOC an. Ist euer MOC gespawnt, dann fahrt ihr dahin und fahrt hinten in den Anhänger rein. Und seid ihr im MOC drinne, bumm Leute, das Fahrzeug ist gespeichert. Aber Leute, wie viel Geld haben wir denn jetzt hier eigentlich gemacht? Naja, das schauen wir doch mal direkt nach im LS Customs.
Und in meinem Fall kriege ich jetzt für mein Duplikat ca. 1,6 Millionen GTA-Dollars. Aber Leute, wenn das Fahrzeug max auftut, also wirklich alles max, was geht, dann bringt es sogar 1,8 Millionen Dollar pro Duplikat. Und ja, Leute, das originale Fahrzeug steht immer noch am selben Stellplatz, wo es auch vorher stand. Aber gut, Leute, das war der Money Glitch. Wie gesagt, testet den aus, er funktioniert wirklich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao!